Jahre Maximus TV. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch alles zusammen das 5-jährige Jubiläum zeigen. Genau von 18.06.2019 habe ich meinen YouTube-Kanal Maximus TV veröffentlicht. Und heute ist genau 5 Jahre her. Deshalb möchte ich euch mit zusammen das 5-jährige Maximus TV zusammen Jubiläum feiern. Also eins will ich sagen, vielen Dank an euch alle, dass wir so weit gekommen sind, dass wir schon über 600 Abonnenten, sogar schon fast die 700 Abonnenten schon geschafft haben. Ihr seid einfach nur Wahnsinn und ehrenhaft. Absolut ein Herz an euch alle geht ab. Ich habe in dieses Video und in mehrere Abenteuer, also Kapitel, eingeteilt. Erstmal was die History von mir, war nicht so über das Video gemacht. History-Fachen von mir. Dann die Top-Videos im Jahres, wo leider 2023 ausfällt wegen irgendeiner technischen Störung, tut mir leid. Und am Ende wird es absolut noch als mögliche Zukunft für uns nicht geben. Was noch alles? Und am Ende natürlich noch eure Fragen, die ich dann hier beantworten werde. Also, wir lassen uns gleich nicht weiter schnuddeln. Viel Spaß und wir starten sofort. Kommen wir jetzt zur History des Kanals. Ich habe den Kanal am 18.06.2019 hochgeladen und habe anfangs nur wenig hochgeladen, nur Kleinigkeiten, also halt mal ein bisschen reinkommen, was am besten klappen kann. Und dabei habe ich oft starke Schwierigkeiten mit der Software bekommen, mit Schneiden so, wo ich leider irgendwann durch einen Fehler durch Schneiden den Kanal wieder aufgegeben habe und alle Videos gelöscht habe von Werk. Aber war es schon das Ende für mich? Nein. Am nächsten Jahr, am genau den 19.01.2020, habe ich wieder angefangen, YouTube-Videos zu produzieren. Also eher in so kleinen Shorts auf mit dem Handy, mit einem Hochformat. Habe tatsächlich ein bisschen Erfolg gehabt und habe sogar ein paar Abonnenten bezielt. Man sieht tatsächlich, ich habe in 2020 wirklich am meisten Videos hochgeladen. Mehr als 2021, 2022, 2023 oder bis jetzt 2024. Ich weiß nicht mehr ganz nicht mehr, wann es war, aber ich blende es euch nochmal ein. Wann habe ich dann endlich, nach wo ich andere Kontakte gesagt habe, Querformat, habe ich dann doch beschlossen. Das war das erste Video in Bahnübergang in Stuttgart. Das war wie hieß was das? Habe ich dann zum ersten Mal Querformat gemacht. Ich blende es euch nochmal ein, welchen Tag nochmal war. Und somit hatte ich dann noch mehr Erfolg mit YouTube-Kanal und das war ein guter Start in 2020.
Außerdem habe ich am 16.07.2020 den YouTuber Official Trainboxing TV, heute Wendezugspotter, kennengelernt und haben dann nächsten Tagen und also Jahren viel zusammen mitgemacht. Heute leider nicht mehr, was ich recht schade finde. Aber danke an Wendezugspotter. Ach ja, fast hätte ich es noch vergessen. Ich habe ja noch am 2.11.2020 mein eigenes erstes richtiges Intro, das schon sehr bekannt ist. Dass ich Leute heute nicht mehr nutze, weil irgendwelche Idioten einfach dieses Lied, Musik und Funk einfach Copyright gestreikt haben und ich da nicht mal mehr wieder benutzen möchte. Obwohl es eigentlich komplett frei ist. Naja. Nochmal Hörprobe gefällig. Kommen jetzt zum Jahr 2021. In 2021 habe ich dann aus den letzten anderen Jahren deutlich, also am wenigsten Videos hochgeladen. Warum, weiß ich leider auch nicht. Aber es sind oft die besten Videos und beliebtesten auch damit auch dazwischen. Ja, am meisten Erfolg war dieses mit der Rewe-Zug in Wiesbaden, wenn ich richtig noch erinnern kann, und am Ende das letzte Video in Traunstein. Natürlich, zwischendurch hatte ich übrigens oft ein bisschen was gehabt, noch ein paar Erfolge, aber wirklich nicht wirklich Erfolg werden. Tatsächlich war es 2021 nicht wirklich das erfolgste Jahr, würde ich lesen. Im Vergleich zu 2023 oder so. Eine der wirklich besten Jahre des war. Ich habe in 2022 wirklich mächtig am Abonnenten bekommen und habe euch wirklich auch sehr coole Zeiten mit Videos gehabt. Die Highlights-Videos wirklich sind eine davon. 100 Abonnenten-Spitzer mit in Guntershausen. 25-jähriges Jubiläum des Notfallmanagements. Makro-ICEs und seltene Züge an der Kinzigtalbahn. Da ein Schreibfehler, aber egal. Und Bahnhofansagen in Kassel-Wilhelmshöhe. 80 Abonnenten Spezialvideo. Ein der bestes Jahr, das es gewesen war. Gut, ich habe dadurch eigentlich am meisten Shorts in diesem Jahr hochgeladen als Videos, aber es gab auch schöne Videos in Zeiten, wo es auch gegeben hat. Hier zu sehen. Hier kommt man nochmal zu den Abonnenten. Man sieht absolut, ich habe ganz am Anfang von 2019 nur 1-2 gehabt, dann wieder 1-0. Ab 2020 ging es langsam, aber nur wirklich langsam hoch. 20 Abonnenten hier. Von 10 bis Ende des Ergebnisses habe ich knapp 42 Abonnenten gehabt. Jetzt geht's. Ne, 49 habe ich von 2020 bekommen. 2021 ging es nur leicht nach oben, aber ein bisschen. Mit 60 schon, 60, 70 sind wir schon. 80, hier sowas 80 Special gewesen, glaube ich. Was zu. Und bis zum Ende, hier ab 1.1.2022 habe ich dann die 91 Abonnenten. Dann geht es noch weiter hoch, bis ich die 100... Halt! Hier am 12.3.2022 habe ich die 100 Abonnenten geschafft. Dann weiter hoch. Oh, oder... Ah, okay, jetzt wieder. Weil jetzt geht's, darauf geht es nur wieder ein bisschen noch weiter oben, 120. Und bis zum Jahresende habe ich gesamt... Warte...
146 Abonnenten geschafft. 2023 geht es richtig nach oben. Dass ich da dann halt, das war ein bisschen so viel, da. Genau am 5.5. habe ich die 200 geschafft. Dann weiter nach oben. So, weiter oben, weiter, stopp! Warte, jetzt stopp! Ah, das heißt für, aber egal. Da habe ich am 29.10.2023 dann die 300 geknackt. Das ist wirklich krank gewesen, diesen Zeitpunkt. Aber es war noch nicht zu Ende, das geht noch weiter hoch. Ab den Zeitpunkt ungefähr ab hier. Genau hier, schon nächstes Jahr 2024, haben wir am 8.01.2024 die 400 Abonnenten geknackt. Oh, das geht noch weit nach oben. Und erstens, das war noch ein Abstand von ein paar Tagen. Und zwar genau hier, am 29.01.2024 500 Abonnenten. Und bis geht das hier noch weiter bis heute zutage. Ich schätze, bis das wieder hochgeladen ist, bis zum diesem Zeitpunkt. Also ist, dafür haben wir schon wahrscheinlich schon 600 Abonnenten oder sogar schon mehr. Danke, vielen Dank an euch. Vielen Dank, Leute. Ihr seid wirklich ehrenhaft. 2020, der Start der bisherigen veröffentlichten Videos. Im Jahr 2020 waren insgesamt 45 Videos, davon sind es 3 Shorts, die aber nur zufällig rauskamen, wo die YouTube Shorts noch nicht eingeführt wurden. Davon sind bekannte Videos, die mit meisten Likes, ICE 4 Türen in Kassel Bahnhof Wilhelmshöhe Mini-Video, wie ich das früher genannt habe, S- und U-Bahnfahrt in München Deutschland Tour 2020 Teil 2. RT5 Mitfahrt und Neues in Kassel Bahnhof Wilhelmshöhe. Und Türen schließen und Abfahrten in Kassel Bahnhof Wilhelmshöhe. Mit nur 19 Videos und keinen Shorts ist 2021 eine der wenigsten Videos, die ich aufgenommen habe im Jahr. Davon sind die beliebtesten, beziehungsweise die mit meisten Aufrufe, Bahnhof Frankfurt am Main, Hauptbahnhof und Kelsterbach. Und leider auch schon Besuch am Bahnhof Husum. Aber ab 2022 ging es deutlich besser und ging somit auch weiter nach oben. Es sind wirklich viele Videos, insgesamt 30 Videos, davon sind es 6 Shorts. Sogar auch 2 sehr, sehr beliebte Shorts. Die bekanntesten Videos und Shorts mit meisten Aufrufe sind Makro und Outtakes am Flughafen Frankfurt am Main, Flughafen Fernbahnhof mit meinem Bruder. S3 Mitfahrt, Baureihe 425, Karlsruhe, Mannheim, S-Bahn, Rhein-Neckar. ICET Türen schließen mit Furz und Abfahrt als Short. ICE2 Abfahrt Türen schließen als Short. IC1 Abfahrt Türen schließen als Short. ICE4 Türen schließen als Short. Bahnhofansagen in Kassel-Wilhelmshöhe 80 Video Spezialvideo. Einfahrt RE70 von Mannheim Hauptbahnhof in Frankfurt am Main Hauptbahnhof als Short. ICE4 Durchfahrt als Short. Baureihe 425 S-Bahn Rhein-Main Einfahrt. Und zum Schluss der Knaller, der Platz 2 der meisten Aufrufe in meine Videos bzw. Shorts und Platz 1 der meisten Likes, das ich je erlebt habe. Halt euch jetzt fest. Sehr selten. Baureihe 430 Anfahrt in Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof mit unglaubliche 8480 Aufrufe und 320 Likes. Wahnsinn absolut. Was ist der längste Zug der Welt? Wurde ich mal gefragt. Das weiß ich, dass der Hund auch nicht so interessiert. Es gibt einfach der längste Güterzug oder der längste Güterzug. Also ich habe einfach nur. Also. Fuck, ich habe einfach ChatGPT gefragt.
Na komm. Der längste Zug der Welt ist der australische Güterzug MT Goldsworthy, der für den Transport von Eisenerz verwendet wird. Seine Länge beträgt mehr als 7 Kilometer. Der längste fahrende Passagierzug der Welt hingegen ist ein Zug der Rätischen Bahn aus der Schweiz, der eine Länge von etwa 1,9 Kilometern hatte und bisher nur einmal im Oktober 2022 gefahren ist. Puh, da habe ich die Frage nicht selber nicht auswendig, habe ich einfach selbstständig gefragt. Aber trotzdem, fast 10 Kilometer Güterzug. Oh, das ist eine Steuerung für die Schweiz, das ist fast 2 Kilometer lange Passierzug. Das ist, ich kann mir schon vorstellen, dass es nur, dass es nur einmal gefahren ist. Wie ist es für meiner Meinung nach für Frankfurter Hauptbahnhof? Naja, es ist halt ein zentraler Knotenpunkt. Man kann halt dort Frankfurter Hauptbahnhof in verschiedene Richtungen Deutschland kommen. Es ist halt ein Kopfbahnhof, das gibt es halt nicht so viel in Deutschland, das ist nicht. Ja, aber was eher so ist, ist halt, außerhalb von Frankfurter Hauptbahnhofgebiet ist eher so nicht so sehenswertig. So, wenn man es falsch versteht. Aber es ist ein recht interessanter Bahnhof mit diesem großen Bogen über den Hauptbahnhofgebiet. Das sieht man auch nicht so oft, weil es auch nicht mal so gut, also nicht mal so sicherheitsmäßig ist. Dadurch, weil es oft mit Stahl ist, dass es dadurch rostige Anfälle ist. Aber es ist einer der recht schönen Bahnhöfe für meinen Meinung nach. Was sind meine Lieblingsbaureihen? Ich habe recht viele, ich sag mal so ein beliebigen großen Beispiel. 101, 103, 120, 114, 112, 143. Also die E10, E40, E41 zum Beispiel. So Marke eher so. Es sind also recht viele, also bei Electrolux. RX kommt gerade hin, kommt, oder? So, diese Baureihe. Hast du gestoppt? Nein! Achso, okay, so. Von diesen Baureihen ist die 218, die 212, also die V100-Familie grundsätzlich. Die 245 ist nicht so mal, aber es gehört dazu. Und da kommt gerade noch was dagegen. So, daran kommt gleich noch was, egal. Das gehört dazu. Und bei der Elektrotriebzüge ist der ICE1, der ICE3, ICE3M, der ICE Velaro D, der ICE Velaro Neo, also ICE3 nennen wir, und der ICE4. Dazu noch natürlich die Baureihe 424, 425 und 426. Also, was man dort schon sehen kann, ist besonders die 425 von der S-Bahn Rhein-Neckar. Und Endwagen. Das war's. Warum bin ich Transporter geworden? Ja, das ist schon, gehört auch teilweise in meine Geschichte hinzu, aber ich kann schon. So. Ich glaube, noch was, Kollege. Da kommt das so, ist so, dass ich anfangs eher so zufällig ins Transporter-Leben reinkam, wo ich einfach mal zufällig im Bahnhof so war. Und da hat mir das irgendwie sehr gefallen. Da habe ich aber, der Hauptursache war. Ich glaube, das liegt mir ein, egal. Dass die Jungs die von der S-Bahn Rhein-Neckar, die Baureihe 425, weil die hat mir den Sound sehr gut gefallen und die Form, dass ich mich direkt in diese Lok-Triebzug verliebt habe. Also so sehr mag. So. Seitdem habe ich dann irgendwie mehr versucht zu so aufzunehmen, habe ich dann mehr über das Transport kennengelernt. Und da hat es hin bis jetzt, ist natürlich mein Hobby und einfach mein Traumjob von einem Beruf bei der Deutschen Bahn. Welches ist mein Lieblingsbahnhof? Tja, das ist leider ein bisschen sehr schwierig für mich, aber ich habe dann doch beschlossen, weil ich habe überlegt, Frankfurt am Hauptbahnhof, Frankfurt Airport, Karlsruhe ist auch ein recht schöner Bahnhof.
Oder doch Kassel? Nee, der wurde doch wieder auf. Ja, der wurde gestern doch. Letztes Jahr als der schlechteste Bahnhof Deutschlands ausgewählt. Wo ich mich verstehen kann, warum wirklich? Ich will auch nicht sagen. Ich will auch nicht wissen, warum. Weil er potthässlich ist. Ja, ist doch so. Aber ich habe doch entschlossen, wo ich, also nur, ich sag nur grundsätzlich meine Meinung, wo ich zum Beispiel dort schon mal war. Momentan ist es absolut mein Lieblingsbahnhof, der Erfurter Hauptbahnhof. Was war meine längste Reise mit Deutsche Bahn? Ja, das ist auch nicht wirklich einfach, aber ich kann gleich zwei Sachen sagen. Einmal ist die Strecke nach von Kassel-Wilhelmshöhe über Hamburg Hauptbahnhof und Husum bis Bad St. Peter-Ording, wo wir knapp 6 Stunden gebraucht haben. Und eine Fahrt von Kassel-Wilhelmshöhe oder umgekehrt, umgekehrt von Basel, Badische Bahnhof nach Kassel-Wilhelmshöhe, wo aufgrund wegen 2 Weichenstörungen 120 Minuten Verspätung hatten. Oder mehr als 120 Minuten Verspätung hatten und somit 4,5 Stunden oder auch fast 6 Stunden gebraucht haben. Was ist meine nächste Reise bzw. meine nächste Tour? Die ist schon offiziell fest. Meine nächste große Tour ist die Süddeutschland-Tour, wo ich dann für 8 Tage lang München, Augsburg, Ingolstadt, Regensburg, Nürnberg, Ulm, Stuttgart und Heidelberg besuche. Habe ich schon mal eine Führerschaftsmitfahrt erlebt? Ja, tatsächlich nur, aber nur eine. Und das ist zum Glück auch cool, also ehrenhaft von Ihnen, von Doktor, dass ich diese Führerschaft. Das war eine Führerschaftsmitfahrt von Tönning bis Husum mit der RB 83. Was wäre mein größter Wunsch, mit einem Zugfahrer zu fahren? Also, ich würde sehr gerne nochmal den Sonderzug mit einer 103 bzw. E3 zu fahren oder mit der E100, also Baureihe 110 oder 101, 001 der TEE Sonderfahrtlok zu fahren. Ob ich das wirklich schaffe, werden wir sehen, vielleicht. Ja, für alle, die neu sind, ist das, was ich eben erzählt habe, völlig neu. Für alte Ältere, die schon längere mich schon unterstützen, sollte schon das kennen teilweise. Aber trotzdem, in den letzten 5 Jahren war so viel passiert abwürdig. Und dass wir schon fast schon die 700 Rentner knackt haben, mit euch auch noch zu. Das ist so ehrenhaft für euch alle. Ach, geh weg. Aber trotzdem, ich hoffe, es wird noch für die nächsten Jahre mich noch weiterhin unterstützen. Und ich dazu noch, dass noch schöne Erlebnisse kommen wird. Dass noch mehr Züge alles erfahren und so. Übersetzt alles zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und auch für noch extra Danke an Wendezugspotter. An Trails-Torten. Ich kann diesen Namen immer noch nicht ausbringen, sorry. Teilweise noch, okay, sagen wir einfach noch Zug 100 TV oder hier Locklins, wie es jetzt heißt. Und natürlich auch vielen Dank an euch alle. Und auch an Manuela Schulze, die im Hintergrund auch noch ist, uns zu helfen. Für noch teilweise auch Mithilfe für solche Aufnahmen bis heute für diese jetzt hier. Und für die Fahrten an zum Bahnhof. Ja, genau. Und dazu noch bis zum nächsten Video, bis zur nächsten Tour, die auch bald kommen wird. Bis dann und ehrenhaft. Haut rein. Ciao, ciao.